Moin ihr Lieben und willkommen zum neuen Video. Nach dem Intro sind wir jetzt hier in, wo sind wir eigentlich? Marmsdorf heißt das. Garten von Ehren. Und ich habe mir gedacht, ich habe immer mehr Bock auf Gastronomie, gutes Essen, gute Restaurants, gutes Fleisch. Und das soll jetzt hier, ich habe ja immer gesagt, hier soll alles auf dem Kanal passieren, aber jetzt mal ein bisschen Fokus auf alles rund ums Essen. Und wir sind heute hier, denn Jochen, der gute Kollege, der hinter der Kamera steht, hat hier wiederum einen Kollegen, den Konstantin, und den haben wir hier schon das ein oder andere Mal getroffen und kennengelernt. Und die machen hier, obwohl das ein Gartencenter ist, so geiles Essen. Ja, die haben so eine, die haben hier das Ehrenbistro, auch ehrenhafter Name. Und wir sind hier heute da und wollen mit dem Konstantin mal ein bisschen schnacken, ein bisschen filmen, was er da so macht. Und ich würde sagen, wir gehen rein und gucken mal, was es heute Leckeres zu schmausen gibt. Ja moin, wie eben schon gesagt, wir sind im Garten von Ehren, genauer gesagt in der Grillerei. Neben mir steht Konstantin. Wir waren ja schon ein, zwei Mal hier und wir haben heute ein bisschen was geplant. Wir wollen einmal ein bisschen was essen. Später zeigen wir euch noch ein bisschen, was es da drin alles so gibt. Aber ich würde sagen, stell dich mal kurz vor, mein Lieber. Sag mal, was wir hier heute machen und was wir später noch drin alles sehen können. Jo, herzlich willkommen. Wir machen heute nicht allzu viel zusammen. Ich koche für euch. Ihr guckt euch unser Geschäft an, unsere Grillerei. Wir haben da eine tolle Abteilung, wo ihr euch sicherlich das eine oder andere als Inspiration suchen könnt. Ja. Zum Essen haben wir uns heute überlegt, es gibt ein schönes Entrecot, Neuseeland-Qualität, freilaufend, Gras gefüttert. Das machen wir auf dem Plunger für ein schönes bräunliches Röstergebnis umrum. Ich habe ein paar klasse Beilagen für euch vorbereitet, einen kleinen Salat, wir machen das ganze Surf and Turf. Da kümmern wir uns um euer Wohl. Genau. Sehr geil, sehr geil. Wie lange machst du das schon? Wie lange bist du oder wie bist du generell zum Thema Kochen, Fleisch etc. pp. gekommen? Lange in der Gastronomie gewesen, viel mitgebracht, man klaut ja auch viel mit den Augen. Thema Grillen ist natürlich so eine Sache, wir können hier verschiedenste Grillgeräte nehmen, um die verschiedenen Cuts, die verschiedenen Fleischsorten einfach nochmal anders zu verfeinern, zuzubereiten. Das ist natürlich eine großartige Spielwiese für mich hier. Wir machen das jetzt seit einem Dreivierteljahr, es wird klasse angenommen, dieses Jahr haben wir auch noch Großes vor. Wir haben ja auch bei uns im Hause viele Seminare, die Grillschule der Grillerei bietet wirklich einiges an. Da würden wir uns natürlich auch freuen, wenn wir dann in Zukunft euch ein bisschen öfter sehen bei uns. Gerne. Thema Grillen ist einfach spannend. Wir haben hier in diesem Außenbereich, können wir die Leute super erreichen. Das Aroma, der Geruch, das liegt in der Luft. Das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass sowas nicht in der geschlossenen Küche stattfindet, sondern dass man da auch ein bisschen was sehen kann. Ne? Ja, ja. Sagen auch immer Learning by Burning, man muss sich da auch ein bisschen rantasten an die ganzen Geräte. Das können wir hier wunderbar machen und den Kunden bzw. unseren Gästen hier auch noch ein bisschen was zeigen, mitgeben auf dem Weg. Und zurzeit ist es ein Komplementärangebot für unser Erlebnis Garten von Ehren, diese Gastronomie, was wir hier anbieten. Und wie gesagt, das wird klasse angenommen. Wir wachsen da, wir sind auf einem großen Wachstumskurs. Dieses Jahr haben wir noch so ein paar Sachen im Petto. Seid gespannt. Ich würde sagen, wir sprechen später noch mal ein bisschen, was es alles noch so geben wird und was so kommen wird dieses Jahr. Jetzt kümmern wir uns erstmal ums Fleisch und um den Hunger. Und davon seht ihr auf jeden Fall einiges jetzt. Das Spannende bei denen ist, die werden von außen schwarz angeröstet. Ich habe die im Backofen vorgezogen, dann werden die ganz richtig dunkel schwarz angeröstet. Hast trotzdem weniger als 3-4% Röstfläche sozusagen. Ja. Deswegen geht das mit dem Schwarzen, dadurch kriegen wir dann klasse Geschmack rein. Oh ja.
Also, was haben wir? Wir haben ultra geile Kartoffeln, wo die Chimichurri drüber ist, Parmesan, richtig geil geröstet, und gesmashed und dadurch geröstet. Sehr geile Karotten auf zwei verschiedene Art und Weisen. Einmal so ein bisschen gebuttert hier und dann so in Fächern aufgeschnitten. Ultra aufwendig, ultra geil gemacht. Geil, müsst ihr mal gucken. Nur die Ränder haben jetzt quasi Röstaromen bekommen und der Rest der Karotte ist halt richtig schön glasig. Eine leichte Süße, ein Traum. Und dazu eine ultra leckere Garnele. Und wir sind hier in einem Gartencenter eigentlich. Ja. Das ist einfach so lecker, ihr kriegt hier so geiles Essen. Wie gesagt, die bieten auch Seminare an. Konstantin hat selber eine Zeit lang in der Sterneküche gearbeitet, sagt er. Und das merkt man natürlich. Also, keine Ahnung. Wir lassen uns das jetzt schmecken. Und dann zeigen wir euch noch ein bisschen was vom Sortiment, was es hier gibt. Und da haben wir auch noch gleich jemanden, der euch ein bisschen zeigt und erzählt, was es hier alles so gibt. Also, gleich geht's weiter. Jo, also, wir sind jetzt mit dem Essen durch. Das war fantastisch. Das hat Konstantin auf jeden Fall schon mal richtig, richtig gut gemacht. Und ich habe euch eben ja auch so ein bisschen was hier von dem Sortiment gezeigt und ich blende gleich noch so ein bisschen was über. Neben mir ist jetzt Olaf. Der ist hier auch in der Grillerei. Und ja, Olaf, erzähl doch mal ein bisschen. Was habt ihr hier alles? Was macht ihr hier alles? Was ist so das Konzept? Lass uns mal ein bisschen was wissen. Also, moin moin erstmal. Du hast schon gesagt, Olaf ist mein Name. Wir sind hier zu viert in der Grillerei. Da ist einmal der Robin, der Hauke, der Florian und meine Wenigkeit. Wir verkaufen hier Grill-Equipment vom Feinsten. Wir haben hier echt nur Premium-Marken drin. Wir sind hier oben im Norden das größte Shop-in-Shop-System, was den Grillbedarf angeht. Es gibt natürlich einige Shops, die nur Grillerei-Zeug verkaufen, aber wir sind halt Shop-in-Shop. Das heißt, im Garten von Erden sind wir die Grillerei integriert und wir verkaufen halt hier unser Grillzeug. Heißt Big Green Egg, Ofür, Brei, Träger, Napoleon. Wir haben von Gasgrill über Pelletgrill über Holzkohlegrills, offenes Feuer, kannst du bei uns alles erwerben. Petromax, wir haben alles. Geil. Wenn du irgendwas brauchst, einfach hier anrufen oder uns eine Mail schreiben und dann können wir eigentlich alles besorgen. Ja. Was ist so dein Lieblingsway zu grillen, sag ich mal? Womit grillst du am liebsten? Was hast du am liebsten? Ich habe die Jacke schon an. Also ich liebe Big Green Egg und ich liebe die Pelletgrills von Träger. Natürlich ist es offenes Feuer, Ofür ist auch immer toll, damit zu arbeiten. Ich mag einfach die Röstaromen, die entstehen und die entstehen halt wirklich, wenn du etwas verbrennst, was diese Röstaromen auch erzeugt, Holzkohle, Briketts, Holz, das ist einfach das, was Spaß macht. Und in jedem von uns Männern steckt ja so ein kleiner Pyromane und so ein kleiner Ur-Olaf, ja, der dann raus will und sagt, oh, Feuer, ich will was machen. Und das macht einfach Spaß. Ja, auf jeden Fall. Und ich bin halt ein Outdoor-Freak, ich gehe gerne angeln, ich bin gerne draußen und das machst du dann halt mit Grillen, verbinden, das ist einfach, mehr geht nicht. Ja, sehr geil. Ihr habt nächste Woche hier noch ein Event, ne? Ja. Beziehungsweise, wenn das Video rauskommt, ist das diese Woche, ja? Kann also ich noch mal kurz was sagen? Das ist immer am 11. Februar und zwar ist das ein Event, wenn man sich jetzt so umhört, die meisten haben jetzt Winterpause, die machen halt gar nichts. Okay. Und wir haben gesagt, wir schießen jetzt in diese Winterpause so ein Event rein. Das ist hier großes Wintergrillen, 53 Grad Nord, ne? Könnt ihr online auch einsehen, man kann sich online anmelden dafür, das ist wirklich, da kommt halt aus Dänemark ein Austern-Spezialist, der halt Austern zubereitet. Das ist gerade für Leute, die noch nie Austern gegessen haben und ja, sagen, wollte ich schon mal probieren oder ich weiß nicht und so, ich könnte das dann mal für einen schmalen Taler hier bei uns echt mal ausprobieren. Ja, und wir haben natürlich Grillgeräte an, hier wird gegrillt. Man kann auch das restliche Sortiment vom Garten von Ehren begutachten und auch einkaufen. Und ich finde, das ist so eine Veranstaltung, sind einfach mega, gerade in der Zeit, wo jetzt so wenig los ist. Ja. Und nach Corona sind die Leute alle heiß, die wollen alle was erleben. Geil. Wir gucken uns jetzt hier noch ein bisschen um, würde ich sagen. Sehr gerne. Vielleicht wenn ihr irgendwie Fragen habt, kommt zu mir. Ja. Kein Problem. Kann ich auch auf jeden Fall sagen, also die Jungs sind immer gesprächsbereit, immer offen. Tolle Beratung, wissen wirklich zu allem die richtige Antwort auf jede Frage.
Ich werde mich jetzt auch noch hier ein bisschen umgucken. Vielleicht schnappe ich mir auch noch mal ein bisschen was mit. Und je nachdem, ob heute Mittwoch, Donnerstag ist, ich weiß nicht, wann ihr das Video guckt, ja. Aber wenn ihr Zeit habt am 11.02., kommt vorbei. Ich bin wahrscheinlich auch hier. Und in diesem Sinne sage ich... Vielleicht noch mal was im eigenen Sinne. Wir haben auch Instagram und Facebook-Auftritt. Und Instagram, die Grillerei Hamburg. Könnt ihr uns gerne folgen. Wir posten fast täglich irgendwelche Stories über Neuheiten, über Sachen, die wir halt an die Kunden rantragen wollen, wo man halt auch viel Input und viele Informationen gibt. Und wir haben das ganze Jahr über verteilt bis zu 30 Grillseminare, die man buchen kann, wo man halt wirklich zu jedem Equipment irgendwie was an Erfahrung mitnehmen kann. Das ist geil. Da werde ich auf jeden Fall mal vorbeischauen. Unbedingt. Da habe ich immer mal Bock drauf. Ich wollte schon lange ein Grillseminar machen tatsächlich. Ich habe immer noch keins gemacht. Ich habe auch erst seit Sommer 21, glaube ich. Also seit Sommer 21 habe ich erst meinen Grill. Also ich bin noch recht frisch in der Nische, sage ich mal. Komm zu uns. Noch viel am Lernen. Deswegen, wenn es bei euch passt und ihr am 11. noch Zeit habt und das vorher guckt, kommt vorbei. Und ansonsten würde ich sagen, besten Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao. Peace. We'll be right back.